Der Igel. Daten, Fakten, Lexikon. Die Igel oder Erinnerzeide bilden eine Familie von Säugetieren, deren in Europa bekannteste Vertreter die Arten Braunbrustigel und nördlicher Weißbrustigel sind. Der Braunbrustigel ist die in West- und Mitteleuropa typischerweise anzutreffende Art. Quer durch das östliche Mitteleuropa erstreckt sich ein etwa 200 Kilometer breiter Bereich, in dem sich das Verbreitungsgebiet des Braunbrustigels mit dem des Weißbrustigels überlappt. Insgesamt umfasst die Familie 26 Arten, die in Eurasien und Afrika verbreitet sind. Sie teilen sich in zwei äußerlich deutlich verschiedene Unterfamilien, die Stacheligel und die stachellosen Ratten, oder Haarigel. Igel sind kleine bis mittelgroße Tiere. Ihre Kopfrumpflängen variieren von 10 bis 45 cm. Die Igelart mit den größten und schwersten Exemplaren ist der große Rattenigel mit einem Gewicht von bis zu 2 kg. Im Gegensatz dazu bringen Exemplare des kleinen Rattenigels nur 20 bis 80 Gramm auf die Waage. Die Schwanzlänge von Igeln ist variabel, einige Vertreter der Rattenigel haben einen langen Schwanz, während er bei den Stacheligeln meist nur ein kurzer Stummel ist. Die Gliedmaßen der Igel sind relativ kurz. Die Daumen bzw. großen Zehen sind wie bei allen Insektenfressern nicht opponierbar, die Füße enden in meist fünf, mit scharfen Krallen versehenen Zehen, lediglich die afrikanischen Igel haben vier Zehen an den Hinterfüßen. Das Schien- und das Wadenbein sind wie bei vielen Insektenfressern in der unteren Hälfte verschmolzen. Igel sind Sohlengänger. Bei den Rattenigeln sind die Hinterbeine etwas länger als die Vorderbeine, was eine rasche Flucht ermöglicht. Das Fell der Igel ist meist in unauffälligen Braun- oder Grautönen gehalten. Die Stacheligel haben als wirksame Verteidigungswaffe Stacheln am Rücken und an den Flanken. Diese Stacheln sind modifizierte hohle Haare. Jeder Stachel ist mit einem Aufrichtemuskel ausgestattet. Stacheligel können sich im Bedrohungsfall zu einer Kugel zusammenrollen. Das Einrollen des Körpers ist ein komplexes Zusammenspiel zahlreicher Muskeln, die von den Schwanzwirbeln zum Rücken verlaufen und die Stacheln aufrichten, und die Kugel geschlossen hält und so die ungeschützten Körperteile verbirgt. Der Bauch, das Gesicht und die Gliedmaßen sind bei den Stacheligeln mit Fell bedeckt. Im Gegensatz dazu haben Rattenigel keine Stacheln und sehen darum einer Spitzmaus ähnlich. Ihr graubraunes bis schwarzes Fell kann je nach Art seidig weich oder rau sein. Die Verteidigungsstrategie dieser Tiere ist Flucht. Der Schädel der Igel ist langgestreckt und flach. Der Kopf sitzt auf einem kurzen Hals. Die langgezogene bewegliche Schnauze ist mit Tasthaaren ausgestattet. Die Augen und Ohren sind relativ groß. Der Geruchssinn und das Gehör dürften die wichtigsten Sinne bei der Nahrungssuche sein, die visuelle Wahrnehmung spielt hingegen nur eine untergeordnete Rolle. Igel kommen in Europa, Afrika und Teilen Asiens vor. In Amerika fehlen sie ebenso wie in Australien. Igel bewohnen eine Vielzahl von Lebensräumen, die Stacheligel bevorzugen eher trockene Habitate, sie finden sich unter anderem in lichten Wäldern, Grasländern und auch Kulturlandschaften. Einige Gattungen wie die Wüsten- und Langohrigel sind sogar ausgesprochene Steppen- und Wüstenbewohner. Die Rattenigel hingegen bevorzugen feuchte Habitate und finden sich vorrangig in Regenwäldern. Igel fressen in erster Linie Wirbellose wie Insekten und deren Larven sowie Ringelwürmer, aber auch kleine Wirbeltiere und Aas. Gelegentlich fressen sie auch pflanzliches Material wie Wurzeln und Früchte. Igel bringen einmal im Jahr Nachwuchs zur Welt.
Nach einer rund 30 bis 48-tägigen Tragzeit wirft das Weibchen 1 bis 11 Jungtiere, im Durchschnitt 4 bis 5 Junge. Die jungen Stacheligel haben bei der Geburt noch weiche Stacheln, um den Geburtskanal der Mutter nicht zu verletzen. Neugeborene sind zunächst blind und hilflos. Nach 12 bis 24 Tagen öffnen die Jungtiere die Augen, nach 6 bis 8 Wochen werden sie von der Muttermilch entwöhnt. Igel führen außerhalb der Paarungszeit zumeist ein einzelgängerisches Leben. Sie sind vorwiegend dämmerungs- oder nachtaktiv, lediglich von einigen Arten der Rattenigel ist bekannt, dass sie auch tagsüber auf Nahrungssuche gehen können. Kranke Tiere fallen durch zielloses Umherlaufen am Tage, Befall durch Parasiten oder apathisches Verhalten auf. Die Igel in kühleren Regionen halten einen Winterschlaf, die Bewohner sehr heißer Gebiete fallen während der Trockenperioden in einen starren Zustand. Ich selber habe immer wieder einen Igel im Garten, es ist wunderbar sie zu beobachten und sind ganz wundervolle Tiere. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen, dann gib mir einen Like und schau dir auch meine anderen an. Wenn du weitere Videos von mir nicht verpassen willst, dann abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Was kennt ihr für außergewöhnliche Tiere? Habt ihr Wünsche und Anregungen? Dann schreibt es bitte in die Kommentare, ich freue mich über eure Einträge. Ich sage Tschüss bis neulich, euer Michael vom Kanal Außergewöhnliche Tiere.